In Archicad könnt ihr Geländemodelle mit dem Freiflächenwerkzeug konstruieren. Dabei könnt ihr zum Beispiel 2D-Höhenlinien mit dem Zauberstab 3D nachzeichnen. Bleibt dabei, dann seht ihr, wie es geht. Zeig mal kurz, wie das Zauberstabwerkzeug funktioniert. Das Zauberstabwerkzeug ist eigentlich kein Werkzeug, sondern eine Zeichenmethode. Ich habe jetzt hier mal mit dem Spline-Werkzeug, das ist so ein Kurvenzeichenwerkzeug aus Archicad, hier ist es. Da habe ich eine Kurve gezeichnet und jetzt nehme ich mal das Wandwerkzeug. Na, wo ist die Wand? Die ist doch immer ganz da oben. Und jetzt zeichne ich entlang dieser Kurve eine Wand. Ich möchte also keine gerade Wand haben, sondern eine Wand, die dieser Kurve folgt. Dazu drücke ich die Leertaste, die große breite Taste auf eurer Tastatur, klicke mit diesem neu erscheinenden, das soll ein Zauberstab sein, da drauf und schwupp, habe eine gekrümmte 3D-Wand, die genau dieser Kontur folgt. Dann hier stehen die Zauberstab-Einstellungen. Die Zauberstab-Einstellungen geben an, wie genau einer Kurve gefolgt wird, nach welchen Kriterien. Das ist ein eigenes Thema, da könnt ihr euch gerne mit beschäftigen. An dieser Stelle soll das keine Rolle spielen. Ich habe jetzt in dieser Datei mit den 2D-Zeichenwerkzeugen Linie und Spline ein Grundstücksrechteck jeweils gezeichnet, das Ganze dreimal und die Höhenlinien als Splines. Man kann sich dann vorstellen, dass man irgendeinen vorhandenen 2D-Lageplan hier nachgezeichnet hätte oder gleich einen solchen verwendet. Also das ist eigentlich egal. Wichtig ist nur, dass ich so eine Art 2D-Vorlage habe. Das vereinfacht die Sache. So, und dann habe ich ja ganz kurz nochmal hier oben gezeigt, das ist jetzt eine Abbildung, also ein Foto quasi von meiner Endsituation. Nur um nochmal an den Anfang zu erinnern, ich habe also hier links die Variante, die am einfachsten geht. Hier benutze ich die Zauberstabtechnik. Hier benutze ich die Zauberstabtechnik nicht und hier auch nicht. Diese beiden Methoden unterscheiden sich aber trotzdem nochmal voneinander. Das sieht man speziell hier an dieser stärker gekrümmten Höhenlinie, wo es hier diese kleinen Terrassen gibt. Die gibt es hier nicht mehr. Das mache ich mal zuerst und das geht dann auch am schnellsten. Und die anderen mache ich dann der Reihe nach. Danach kommt dann das hier und zum Schluss das hier. Ich gehe jetzt wieder in mein Erdgeschoss in Archicad und gehe jetzt mal hier oben auf das obere Grundstück. Ich brauche das Freiflächenwerkzeug. Und zeichne damit erstmal im Rechteckmodus einfach eine Freifläche. Und diese Freifläche kann ich jetzt anklicken mit gedrückter Shift-Taste. Jetzt habe ich da diese Freifläche. Ja. Die Freifläche, die sieht jetzt so aus. Ich habe hier im 3D-Fenster genauso ein Brett. Das ist das gleiche, was ich euch eben kurz gezeigt habe, wo ich die Freifläche mal so ganz allgemein erklärt habe. Und nur, dass das Ding jetzt größer ist, es sind hier 40 Meter in der Richtung und da sind es 20. Und jetzt habe ich hier diese 2D-Höhenlinie. Und was mache ich jetzt? Ich sorge dafür, dass dieses Werkzeug auch ausgewählt ist, das Freiflächenwerkzeug. Und dazu zeige ich jetzt nochmal einen kleinen Trick. Ich kann, wenn ich möchte, dass das Werkzeug ausgewählt wird, mit dem ich ein bestimmtes Element gezeichnet habe, die Alt-Taste drücken. Und wenn ich die Alt-Taste drücke, erscheint diese Pipette. Diese Pipette zeigt mir jetzt an, dass ich auf irgendetwas klicken kann. Und in diesem Fall wird auch angezeigt, worauf, nämlich Freifläche, Bezugshöhe minus 1 Meter und so weiter. Und wenn ich jetzt da drauf klicke, dann wird automatisch das Werkzeug aktiviert, mit dem diese Freifläche gezeichnet wurde. Um das besser zu sehen, gehe ich mal hier auf das Pfeilwerkzeug, damit es hier wirklich total leer ist. Und jetzt mache ich das nochmal. Ich drücke die Alt-Taste, klicke hier drauf. Man sieht auch schon praktischerweise, dass es wirklich die Freifläche ist, die ich jetzt gerade hier gleich erwischen werde. Da steht es nämlich auf diesem kleinen Schildchen, Freifläche. Und wenn ich jetzt klicke, dann achtet mal drauf, was links passiert. Im Infofenster, zack, kommt sozusagen die Einstellung. Jetzt habe ich mein Werkzeug Freifläche ausgewählt. So, und was haben wir eben gesehen? Wir müssen auch die Freifläche selber, in die wir neue Punkte einfügen wollen, auswählen. Das machen wir jetzt mit gedrückter Shift-Taste, denn das darf ich, solange ich ein Werkzeug habe, was nicht das Pfeilwerkzeug ist, darf ich mit der Shift-Taste trotzdem alles auswählen, als hätte ich das Pfeilwerkzeug aktiv. Klicke jetzt also da drauf. Und jetzt darf ich ja hier neue Polygone einzeichnen, dass die dann neue Punkte ergeben. Und das mache ich jetzt nicht zeichnerisch, indem ich da so der Reihe nach Punkte klicke, sondern ich mache das jetzt mit der Zauberstab-Technologie. Ich klicke jetzt mit gedrückter Leertaste auf diese Splines. So, und jetzt bietet mir Archicad an, wie eben auch, möchtest du neue Punkte hinzufügen, einen Durchbruch erstellen. In diesem Fall kann ich nicht wirklich wählen, weil das könnte kein Durchbruch werden. Also ist es ausgegraut. Jetzt möchte ich das nicht auf alle Kanten anpassen, sondern nur auf anwenderdefinierte Kanten anpassen und sage OK. Dann bekomme ich hier tatsächlich neue Höhenpunkte auf meiner Freifläche. Aber die haben jetzt nicht irgendeine Höhe, sondern die liegen auf der gleichen Höhe wie mein Freiflächenquader. Und wenn ich das jetzt weitermache, noch mehr,
habe ich ganz schnell entlang diesen Splines Punkte erzeugt, die diesen Kurven folgen und denen ich jetzt nur noch diese Höhe geben muss, die sie haben sollen, und dann habe ich meine Freifläche. So, und wie geht das jetzt? Zunächst mal, ich klicke auf eins dieser Splines auch mit gedrückter Shift-Taste und blende mir diese Ebene aus, weil ich brauche jetzt nicht die Splines. Ich klicke jetzt hier auf meine Freifläche, nicht auf irgendwohin, sondern auf eine dieser Polygone. Interessanterweise wählt Archicad dann auch nur dieses eine Polygon aus. Jetzt klicke ich auf einen dieser Punkte und wähle diese Z-Funktion aus in dieser kleinen Pad-Palette. Ich darf jetzt hier eine Zahl reinschreiben, da schreibe ich jetzt 2 Meter rein, denn diese Punkte sollen alle die Höhe 2 Meter haben. Deswegen auch auf alle anwenden klicken. Okay, schon bastelt Archicad da neue Kanten hinein, weil natürlich jetzt alle anderen Punkte auf der Höhe 0 liegen, nur diese auf der Höhe 2. Ich habe jetzt also hier so einen schicken Grad erzeugt. So, jetzt klicke ich hier drauf. Mach da das gleiche, allerdings mit Angabe 4 Meter, auch wieder auf alle anwenden, ganz wichtig. Das gleiche wieder hier. 6 Meter, auch auf alle anwenden. Und hier auch nochmal 8 Meter, auch auf alle anwenden. So, ich bin schon fast fertig. Ganz kurzer Blick ins 3D-Fenster. Aber die hinteren Punkte müssen natürlich jetzt auch nochmal in der Höhe verändert werden. Und hier bitte nicht auf alle anwenden, ganz, ganz wichtig. Ja? Wenn ihr das jetzt drücken würdet, dann würde er alle Punkte auf 10 Meter Höhe setzen. Das ist also gar nicht schlau, das kann man sich vorstellen. Also immer schön aufpassen, wach bleiben und so. Und jetzt haben wir hier sozusagen das Ding. Genau das, was ich da in dem Bild, was ich hier gezeigt habe. Na, wo ist es? Hier links. Ja? Also verschieden große Abstände auf den Höhenlinien, dann diese kleinen Terrassen, sehr große Polygone, die daraus resultieren, wie zum Beispiel da oben, aber auch hier und hier und da und da und da. Und das gleiche habe ich hier auch im 3D-Fenster, kann ich es genauso sehen. Es ist das gleiche Objekt, das bekomme ich, wenn ich mit der automatischen Zauberstabfunktion sozusagen Punkte auswähle. Das lässt sich jetzt noch verbessern. Ich kann die Zauberstab-Einstellung ändern, das hatte ich ja gesagt. Man kann hier die Feinheit des Nachzeichnens erhöhen. Also ich kann zum Beispiel sagen, ich hätte gerne Segmenteinstellung und Segmente auf Kreis 48. Das führt dann zu einer deutlich feineren Auflösung. Ich kriege also wesentlich, wesentlich mehr Punkte und damit auch kleinere Polygone. Das Problem, dass ich hier unten keine Punkte habe, löse ich damit natürlich noch nicht. Da kann ich natürlich Punkte einsetzen. Das stimmt auch. Das mache ich ja auch gleich mit einem Trick bei den anderen beiden Varianten. Letzten Endes ist aber das latente Durcheinander, dass die Teilung nicht regelmäßig erfolgt und dass die Polygone deswegen so verschieden sind, damit nicht aufgehoben. Ihr könnt das gerne ausprobieren. Man muss auch ein bisschen darauf achten, dass man am Ende nicht zu viele Polygone bekommt. Und was ich ja hier gezeigt habe in diesem Bild, das ist eine relativ gute Auflösung, also eine regelmäßige Auflösung, auch mit großen Polygonen funktioniert. Und das wäre dann hier eher nicht so, wenn ich die Feinheit der Auflösung hier erhöhe. So, liebe Kollegen, das war's zum Thema Geländemodell in Archicad, Freiflächenwerkzeug und Zauberstab. Wenn ihr Fragen oder Kritik habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wenn ihr wissen wollt, wie es von hier aus weitergeht, schaut euch auch die nächsten Geländevideos an. Und wenn ihr das Ganze nochmal in Ruhe nachvollziehen wollt, in meinem Blog horstsondermann.com gibt es eine Textfassung dieses Videos.